Hallo, herzlich willkommen bei Wetzlar-Automobile, liebe Mercedes-Benz-Freunde. Hier steht jetzt schon wieder ein Mercedes 500 SL, ein 107er Baureihe aus dem Baujahr 1983. Der Wagen hat 118.000 Kilometer, also steht auf dem Tacho 118.000 Kilometer. Ich habe hier so eine kleine Agenda mir geschrieben für das Auto. Der letzte Besitz war 14 Jahre, der Wagen kommt aus der Schweiz. Der jetzige ist der vierte Besitzer. Der Wagen ist unfallfrei. Hier steht Historie bis 99 bei 59.000 Kilometern von da an nachzuvollziehen. Also ich verstehe nicht ganz, was ich hier aufgeschrieben habe, ehrlich gesagt. Es tut mir leid, aber also es gibt Rechnungen zu dem Auto, so ein paar Unterlagen. Und der letzte Eigentümer hat 15.000 Euro investiert seit 2007. Da waren sowas wie Vorderachse überholt, Lenkgetriebe erneuert. Es gibt so TÜV-Berichte, danach kann man die Kilometer auch erkennen. Also insofern ist alles gut. Schönes Auto steht hier. Wie gesagt, aus der Schweiz gekommen, lange im Letztbesitz. Wir gehen mal rum, wir gucken mal. Also was ich nicht ganz wusste, das habe ich den Eigentümer gefragt, ich verkaufe den Wagen in Kommission, ob das hier irgendwie... Das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, das konnte man so bestellen. Das war damals so. Also unten der Schweller in Dunkel und der Rest schön silber, innen blau, blaues Dach. Also hier steht ein wirklich ordentliches Auto, muss man wirklich sagen. Es hat ein bisschen Gebrauchsspuren hier. Das Dach hat einen kleinen Riss. Guck mal hier, da, das passiert natürlich über die Jahre mal, wenn man es reinpackt. Habe ich hier letztens auch gerade machen lassen, die Scheibe erneuern lassen. Kann man machen. Ne? Also ist jetzt nicht so ein großes Drama. 500 ist natürlich fett. Ne? Also hier schön Kofferraum, alles sieht ordentlich aus. Das klappt hier unten, wenn man den neuen aufladen. So. Ne? So, der Motor ist, also er ist nicht ganz, da kommt mal ein Tropfen Öl raus. Er stand da vorne, da kann man das sehen, wenn du mal hier hindeutest. Da stand er, ist so ein bisschen, ne? Also hier muss man sieht jetzt man nicht großartig. Sich Sorgen machen, das sind alte Autos, da kommt mal ein Tropfen raus. Bei mir von den ganzen Autos, die tropfen irgendwie 80% der Autos. Aber das ist nicht wirklich ein Drama, wie ich finde. So, Felgen sehen gut aus, Reifen sind in Ordnung. Wir gucken mal, wir machen gleich Motor. Gucken, auch das sieht ordentlich und gepflegt aus. Ich weiß gar nicht, wie die Lacksituation bei dem Auto ist. Ich messe den gleich mal durch, dann erzähle ich das. Aber der Motor, ich meine, das ist ja die Kilometer für so ein Auto. Was soll ich sagen? Das ist nichts für so einen Motor, ja? 500 Motor. Sensationell. Hier kommt mein Hammer-Lackmessgerät. Klein, aber oho, ja? Und sehr teuer. Und in dem Fall ist teuer sogar gut. Ich messe mal kurz und gleich haben wir uns wieder. Also, es gibt tatsächlich viel Erstlack bei dem Auto, aber Kleinigkeiten wurden, der vordere Kotflügel wurde lackiert, hinten rechts und links wurde lackiert, aber die Türen sind Erstlack, das ist Erstlack, also es ist eine gesunde Mischung. Also, ich glaube, man kann sich hier einen wirklich schönen 500 SL schnappen, für verhältnismäßig wenig Geld, in Anführungsstrichen, ist natürlich immer noch viel Geld, aber so ein schwarzer da hinten, der Modellpflege und so, der kostet natürlich nochmal wieder ordentlich einen Schlag obendrauf. Und wir gucken rein, komm. Wir gucken uns mal das Dach an, Entschuldigung, wir machen das Dach jetzt noch einmal, dass man sieht, wie das da aussieht. Und dann machen wir das Dach auf und dann gucken wir uns das Auto. Das Dach sieht nämlich eigentlich ordentlich aus, außer dieses Loch hier hinten ein bisschen. Das da drüben ist auch eins, ne? Kann das sein? Ja. Es kommt immer irgendwann, wenn man die so durch dieses reinknicken und wenn man dann nicht aufpasst, dann kann das immer. Aber ansonsten ist das Dach tipptopp. Cool. Jetzt machen wir ihn auf und dann sprechen wir uns gleich wieder. Super. Ja, also so sieht er von innen aus hier, Thomas, guck mal. Hier ist noch die Bordmatte dabei mit Betriebsanleitung und so weiter. Checkheft ist leider nicht dabei. Also ist ein Checkheft dabei, aber das ist erst neu ins Leben gerufen sozusagen. Aber hier alles picobello, ne? Nichts gebrochen und so. Hier hat er eine kleine Macke, guck mal da. Ansonsten sieht das hier innen wirklich auch ordentlich aus.
So, also hier, gut, also da vorne hat er die kleine Stelle, hier am Sitz hat er ein bisschen, ist ein bisschen abgescheuert. Hier ist er sogar ein bisschen durch. Das kann man natürlich auch machen lassen, wenn man möchte. Und ja, also im Großen und Ganzen steht hier aber ein ordentliches Auto. Und das macht auch Spaß. Technik funktioniert einwandfrei. Wir fahren jetzt eine Runde und dann stellen wir ihn schnell wieder rein. Ja? Ganz ehrlich, cooles Auto, funktioniert, Technik läuft, alles gut, alle Anzeigen gehen, der fährt ruhig, wie so ein 500er fahren muss, fühlt sich ganz toll an. Ich würde vorschlagen, Sie kommen einfach nach Hamburg, wenn Sie sowas suchen, gucken sich den Wagen an und vielleicht ist das Ihr neues Auto. Ja? Ich mache hier draußen mal Schluss, Thomas. Danke fürs Zuschauen und gerne meine Filme bei Wetzel Automobile bei YouTube angucken und wenn Sie sowas verkaufen wollen, rufen Sie mich an, schicken Sie mir eine E-Mail. Ich kann immer Autos gebrauchen und ich kaufe gerne an. Danke fürs Zuschauen. Wetzel Automobile. Tschüss.